Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der heutigen Folge knöpfen wir uns den Arenaleiter vor mit seinen sehr starken Kampf-Pokémon, wie uns gesagt wurde. Doch bevor wir das tun, werden wir uns doch ein bisschen umschauen, denn wir haben noch nicht alles gemacht hier. Da es das Meer bequert, um hierher zu kommen, das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Oder den Orden dieser Stadt ist Fliegen nutzlos. Wenn du den Arenaleiter geschlagen hast, besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen. Oh, was das Geschenk wohl sein wird? Aber kann ich mir ja gar nicht aus, ausdenken, was das sein wird. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Was? Warum? Worüber? Was? So random einfach. Flügel! Silberflügel! Gleicher Geruch! Okay. Du kommst von der Liviana City? Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ja, die haben wir nicht besucht, aber da, wo ich euch gezeigt habe, wo der Strudel ist, da in die Richtung, da geht's zu vier Inseln. Ich habe gehört, dass sich dort ein mythisches Pokémon, oder Wesen verstecken soll. Oh, jetzt habe ich mich gespoilert. Pokémon. Aber gut, wenn die sagen Wesen, wir spielen Pokémon, was wird's dann wohl sein? Bestimmt kein Pokémon. Die Strudel rund um die Inseln werden sicher durch diese Kreatur erzeugt. Diese Kreatur? Was meinen die damit? Hartwig, der Arenaleiter, steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Also, das hatten wir schon, ja. Ach so, stimmt. Wir hätten hier ein Pokémon bekommen können. Machen wir das mal kurz. Wir brauchen eh ein Pokémon nicht. Warte, habe ich hier schon mit den Leuten geredet? Hast du schon ein Pokémon getroffen? Er gibt immer seine seltenen Pokémon an. Kennen wir dich? Aha. Ja, okay. Ich dachte, das wäre mir Professor, der mir jetzt irgendein Item geben will oder so. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Alles klar. Ja, wir geben mal ein Pokémon in die Box ab. Damit wir uns das Pokémon bei dem anderen Typ abholen können. Falls ihr euch noch in der letzten Folge erinnert. Weil es ist ein paar Tage her. Aber wie ich habe es ja schon mal gesagt, ist manchmal ein bisschen schwer, das Spiel aufzunehmen. Krabi brauchen wir gar nicht mehr. Brauchst nicht weinen. Du kannst da schön kuscheln mit Onyx. Alles gut, mein Freund. Ich mag die Musik nicht so sehr. Das ist unnormal. Natürlich ist das Remake besser mit der Musik, aber das hier ist auch echt nostalgisch und nice. Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Yay, wir haben meinen Pokémon erhalten. Doch, was für ein Pokémon haben wir denn erhalten? Ein Modri mit einem Item-Status? Es ist Potrod. Potrod ist ein Tank. Es hat sehr, sehr, sehr hohe Verteidigung. Und ich dachte mir, wegen der Verteidigung, vielleicht könnte ich das als Tank in mein Team nehmen. Wenn man es hier ja geschenkt bekommt. Aber das Problem ist, Angriff und alle anderen Sets, aber vor allem Angriff, ist verdammt scheiße. Das einzige Gute bei dem Ding ist, dass es nicht sofort down geht. OT Gabriel. Na, ihr seht die Stats. Verteidigung, Spezialverteidigung so hoch, aber dann Init 7, Angriff 9, Spezialangriff 11 und das ist Level 15, das Ding. Sollte viel mehr haben. Verteidigung ist so geil und dann Angriff so kacke. Und deshalb dachte ich mir, dass ich es dann noch nicht nehme. Hat eine Beere, by the way. Die können wir für ein anderes Pokémon gut gebrauchen. Ihr wisst schon, ein sehr krankes Pokémon, zu dem wir noch kommen werden. Wir werden es irgendwann heilen. Versprochen. Setze Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Oliviana City reisen. Yeah, das ist doch nice. So, dieses Gebäude haben wir noch nicht erkundet. Und danach gehen wir in die Arena. Was ist denn das hier? 500 Jahre voller Tradition. Apotheke von Anemonia City. Gerne erwarten wir ihre medizinischen Fragen. Oh yeah. Hier ist die Apotheke mit einem sehr zwielichtigen Mann. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's! Das sollte das Problem lösen! Ein Geheimtrank. Habe ich vom Dark Web gekauft. Oh yeah. Wer die Anspielung verstanden hat, ne? In den Kommentaren. Oder die es verstehen, die verstehen es und die nicht. Keine Ahnung.
Ein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Du checkst jetzt einfach so? Was ist? Brauchst du Medizin? Oh. Wow. Klar. Gib mal her, ein bisschen. Bisschen Stoff. Geil, Mann. Oh, ein bisschen Stoff. Oh. Ich trau mich doch voll zu. Oh, geil. Geht Agabor. Bis die Tage. Ja, kein Ding, Mann. Du, du. Oh yeah, Render-Time. Eine Wunder City Pokémon Arena. Leiter Hardwick. Er spricht durch seine Fäuste. Haben wir das richtige Pokémon vorne? Nein. Habe ich das nicht geändert? Ubud kommt nach vorne. Denn wir werden Ubud benutzen mit Konfusion. Und die Arena ist... Bitte sagt mir nicht, im Original ist die Arena einfach nur ein gerader Strich. Im Remake ist das so ein großes Labyrinth mit überall so Wasserfällen und so Steinen, die musst du dann richtig bewegen durch Schalter und das ist voll cool gemacht. Und Hardwick steht da so unter dem Wasserfall und den Wasserfall musst du so wegschieben, damit man zu ihm kommt. Das ist voll cool gemacht, aber hier, ja, geh nach vorne und besieg Gegner. Wow. Oh, Doppelkampf, oder wie? Meine Pokémon und mich verbinden unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Nee, aber direkt hintereinander kommt ein Kampf, alles klar. Heißt, ich kann nicht heilen. Cooler Sprite. Xaver, was hast du denn so, ha? Kickly? Oh, da hat er Nocturne, oder? Dann hat sowas von Nocturne. Sind wir hochgelevelt? Oh, ich kann mir vorstellen, dass Hardwick Level 30 hat. Let's go! Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Sprungkick. Ich weiß, dass Ovo sehr gut gegen diese Arena ist, aber ich habe trotzdem Angst. Deshalb zum Beispiel, weil ich kaum Damage mache. Ich muss ihn voll zum Vorspulen, ihr wisst. Ich habe keinen Bock aufs lange Warten. So, so. Einmal träum ich noch. Oh, er fällt hin. Nice. Er fällt hin und trifft sich selbst. Das kann bei seiner sehr starken Attacke, die Kickly hat, auch passieren. Weiß gar nicht, wie die hieß. Doppelkick war es aber nicht. Das war eine andere Attacke, glaube ich. Scheiße. Sorry. So sagt man nicht. Und da geht's down. Ha! Und ihr dachtet, mein Blutzug könnte es nicht schaffen. Bitte lass mich bitte noch schnell heilen. Das ist unmöglich. Nein, das ist nicht. Oh, scheiße, ich kann nicht heilen. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Oh oh. Aber so harte Schläger sind das jetzt nicht. Das sind einfach nur starke Jungs. Sieht zumindest so aus. Oh, hübsches Kleid, Nocturne. Sehr pink. Aber verdammt, ich bin noch angeschlagen. Stimmt, dabei was. Wo hab ich meine super, super Epic. So, Nocturne im süßen Kleid. Oh, Feuerschlag. Ich hab nichts gesagt. Alles gut, okay. Bitte, bitte nicht. Au, 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 au. Es brennt, es brennt, es brennt. Crap, was machen wir jetzt? Will ich es erstmal verwirren? Ich will es erstmal verwirren. Überlebe es, überlebe es! Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, ich überlebe's. Keine Verbrennung? Nein, ich habe Verbrennung! Aber komm! Verwirrung muss treffen! Yes! Verwirrung! Okay, okay. Er ist verwirrt. Ich würde halt gerne überleben und die Vergiftung noch reindonnern, aber es funktioniert aber leider nicht. Okay, Flamesack. Du bist mein Mann. Das kriegen wir hin. Ja, mach Glut. Das ist deine stärkste Attacke. Mit Level 27 Glut. Oh Mann. Schlag dich selbst, schlag dich selbst. Nein, Icy. Icy. Ach so, stimmt. Das ist ja eine Eisattacke und keine Wasserattacke. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bei Ice Heap an eine Wasserattacke gedacht habe. Schlag dich selbst, schlag dich selbst! Yes! Er hat sich selbst geschlagen und macht sich selbst mehr Damage als ich ihm mit Glut. Okay. Ja gut. Mit Glut würde ich auch nicht so viel Damage machen. Oh, ist nicht mehr verwirrt. Aber er setzt nur Ice Heap ein. Ist die K irgendwie dumm? Oh, oder hat er das vor? Scheiße. Oh nein. Donner. Irgendwas. Feuer. Okay. Oh, ich bin aufgewacht. Alles klar. Klar, nicht aufgewacht, sondern. Mein Körper war heiß genug, um.
dem Eis zu fliehen. So, und jetzt gehst du unter, mein Freund. Verbrennen! Burn! Neues Kleid kannst du auch noch gleich mal aussuchen. Level 28, so will ich sehen. Jeff! Schockierend! Ja? Es scheint, als stündest du auch deinen Pokémon sehr nahe. Ja. Kampf-Pokémon fürchten sich vor Psycho-Attacken. Ach, wirklich? Hat mir bestimmt noch keiner gesagt, so. Bestimmt nicht zwei, drei Leute oder so. Nein. Hat mir noch niemand gesagt. Okay, einmal lasst ihr euch das Geräusch hören. Okay, seid ihr zufrieden? Gut. Wir spulen vor. Übrigens eine Sensation. Als ich heute den Safe Set geladen habe für diese Folge, wurde ich mal nicht angerufen. Kleiner Fun Fact am Rande, bevor wir weitermachen. Oh nein, Stärke? Haben wir Stärke? Wir müssten Stärke haben, ne? Warte, wer hat Stärke? Paras hat Stärke, ne? Hier ist der Trümmerer. Habe ich niemanden Stärke beigebracht? Hat Krabi Stärke? Da, Stärke. Wer hat das denn? Hat das niemand? Bin verwirrt. Aber ich kann es Modri beibringen. Alles gut. Na dann. Ja, lern's. Mach Zugabe weg. Alles egal. Zack. So, dann haben wir zumindest Stärke. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Okay. Darum haben wir übrigens ein typisches Zelda-Puzzle. Dazu kommen wir noch gleich. Oder Puzzle. Ich persönlich sage ja eher Puzzle. Viele sagen ja Puzzle, aber ich bin so ein Typ, ich sag Puzzle. Hört sich für mich einfach richtig an. Komm, nach Rolle Level 25. Da mache ich dann einfach so an die Stirn so zack. Und dann müsste es eigentlich weg sein. Dann fliegt es eigentlich schon hin. Oder es macht Geowurf und ich die one it. Wie in einem Crit. Oder so ähnlich. Zack. Okay, aber er ist jetzt down. Dann müsste down sein. Yes, er ist down. Nice. Oh, fast Level up. Was hat er noch? Das könnte Probleme herbeiführen. Oh ja, das ist die Weiterentwicklung. Hi. Ich wollte deinem kleinen Bruder nichts antun. Ich schwöre. Bitte, tu mir nicht weh. Oh, genau 50 KP Gehalt. Wie viel Damage macht der? Ich meine, der ist entwickelt. Der müsste viel mehr Damage machen. Vom gleichen Level oder auch nicht. Lol. Okay, vergiften. Vergiften ist wichtiger. Okay, trifft hundertprozentig. Er ist vergiftet. Und es ging daneben. So, und jetzt können wir gleichzeitig Superschall machen. Jetzt ist er verwirrt und vergiftet. Best Spot. Ach, Blutzug war so eine gute Wahl, Zieb zu dem. Ich dachte mir erstmal so, ist das nicht ein bisschen dumm so? Weiß ja nicht, ob Umut so gut ist, aber da habe ich nochmal nachgeschaut. Umut ist sehr gut. Und selbst Blutzug ist gut. Ich dachte, Blutzug wäre ein bisschen Opfer. Weil, weiß nicht, wirkt mir so auf mich so ein bisschen Opfer. Aber ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, Blutzug. Du bist gut. Wenn du das überlebst. Okay, dann überlege ich es mir nochmal. Aber du hast gute Leistung gemacht. Gute Leistung gebracht. Gut gemacht. Flamesack. Ich vertraue auf meinem Homie, mein Bro, mein alles. Mein Haupt-Pokémon. Irgendwann haben wir Tornupto hoffentlich. Vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Nee, das geht nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh nein, nicht Karateschlag. Ach, come on, Bro. Okay. Ich nutze die Chance. Ach komm, lass es sein. Ich kann nochmal heilen gehen. Das ist kein Ding. Ich kann da Vorsprung zum Heilen. Dann bring ich ihn jetzt schnell um. Ich wollte Beleber einsetzen, aber ich dachte mir, nee, das lohnt sich jetzt nicht, doch nicht so sehr. Okay, mich mit mir reden. Ich habe verloren. Bin sprachlos. Lass mich in Ruhe. Okay, rot. Dann lass ich halt in Ruhe. So, was passiert heute? Also, irgendwie sehe ich ja nur einen schönen Abend.
Okay, wir sind hier bei einem Rätsel. Wir aktivieren erstmal. Ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Möchtest du Stärke ansetzen? Jupp. Zu belegen. Das ist nicht richtig, oder? Ich meine, jetzt kann ich mit ihm kämpfen, aber mehr auch nicht. Kämpfen wir erstmal gegen ihn. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Ist das so, mein Freund? Ich kann alles, wenn ich will. Tim? Mit Mankey? Monkey? Mankey. Ist ein bisschen underleveled, findest du nicht? You're going down. Dein Karate-Schlag kann noch so viel ausrichten. Ist mir egal. Die Konvulsion trifft dich richtig ins Face. Ich meine, dein Körper besteht nur aus einem haarigen Face. Und dann sind da halt Arme und Beine rangeklatscht mit einem Schweif. Ich meine, du hast keinen Hals oder Körper richtig. Dein Körper ist dein Face. Ist das schon mal aufgefallen, Mankey? Oh, und du bist verwirrt. Tja. Yes, es bringt dich selbst um. Suicide. Ich supporte übrigens ein Suicide, okay. Das war jetzt keine Supporting-Intention. Genau. Noch ein Mankey. Ja, komm, das machen wir klein. Zack, zack. Das kann schön woanders seine Nüsse herbekommen. Bye, bye. Oh yeah, und... Oh, Razaf. Oh, okay. Giftpuder auf jeden Fall. Weiter micken. Man sieht schon, wie aggressiv es ist. Also Männchenraserei besteht eigentlich nur darauf, dass man die wütend macht und die dadurch stärker werden. So, aber es ist vergiftet und jetzt noch Verwirrung rein. Das könnte ich auch selbst verwirren, aber ich mache jetzt mal selber die Verwirrung rein. Es macht eh nur Raserei, macht mir nichts aus. Leider nicht getroffen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das nochmal zu versuchen mit der Verwirrung. Deshalb greife ich ihn einfach an. Ich heile jetzt erstmal nochmal schnell und dann greife ich ihn einfach an. Wow, was hat er gemacht? Habe ich 5-mal angegriffen. Genau in dem Moment spiele ich natürlich, ne? Ist klar, dass sowas immer dann passiert. Okay, komm, wo sind wir so mal? Oh nein, Kratzvogel ist passiert, oder? Ja. Hör auf, hör auf, hör auf! Reicht! Nein! Ist nicht okay. Das ist absolut nicht okay, Leute. Das gibt Krieg. Das bedeutet Ärger! Haja! Goddamn. Wieso überlebst du? Verreck! Vergiftung, Vergiftung! Endlich! Mein Gott! Blutzug! Deine Verteidigung ist schwach! Warum müssen wir arbeiten? Ich wurde zerschmettert! Tja. Meine Pokémon haben verloren! Mein Stolz ist zerstört! Ha, Ehre genommen, XD! Kann ich jetzt eigentlich so die Felsen wegbewegen hier so? Okay, ist jetzt weg, der Felsen. Aber. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe. Ich gehe nicht aus irgendeinem bestimmten Grund raus. Ich meine nur, wenn ich jetzt rausgehe zum Resetten, so, ne? Zack. Dann müssten die doch eigentlich wieder resetten. Ja. Wie mache ich das denn dann? Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Auch wenn das vielleicht richtig peinlich ist. Ich mach schon mal Stärke an. Das ist irgendwas easyhaftes, so. Irgendwas mega easy. Ach. Oh, Five-Head, Leute. Wow. Und da haben wir ihn, Hartwig. Sind wir ready? Wir sind erst ready, wenn wir gespeichert haben, Leute. Sichern? Möchtest du das Spiel speichern? Ja, ich möchte mein Spiel speichern. Yes. Komm, wir wollen unseren 5. Orden. Hi, Hartwig. Du hast es also bisher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Da.
Als hast du dich erschreckt! Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun. Das war. Komm her, lass uns kämpfen! Okay! Jetzt war ich ein bisschen überlänge, glaube ich, aber. Wow. What the heck? Warum ist sein Sprite auf einmal so unmuskulös? So kenne ich ihn ja gar nicht. Er ist mega muskulös eigentlich, aber so. Oh, stimmt, er hat nur zwei Pokémon. Die sind aber sehr hoch gelevelt. Ich weiß noch, im Remake hatte ich ein paar Probleme. Als Kind. Okay, wir sollten unsere altbekannte Taktik benutzen. Nice. Nice, doch nicht nice. Die Musik, ich kann nicht vorspulen. Aber die Folge ist ein bisschen zu lang. Shit. Treff doch bitte mal dein scheiß Gehilf-Pudermann. Das will ich mir nicht gefallen lassen. Endlich, Mann. Verreck, Mann, ich hau die Konvulsion rein. Er hat einen Volltreffer assiert. Doch leider überlebt er das. Ich leider gleich nicht mehr. Doch, ich hab's doch überlebt, aber ich mach bipu. Wie Mr. Krabs, wenn er den Song herausfinden will. Lol, ich brauche meine Heiler-Items, die eigentlich Supertränke heißen. Yeah, hohe Stimme ist peinlich, deshalb lass ich's und ich hau dich weg, Bitch. Oh yeah, das war ein böses Wort. Es tut mir leid, aber er ist down. Jetzt kommt Quapo, ein Wasserkampf-Pokémon. Und bei Wasser ist das Stichwort Amphi. Yeah. Das ist die Weiterentwicklung von Quapuzzi mit einem Wasserstein. Oder Wasserstein? Ich weiß nicht mehr. Level Up Wasserstein, irgendwie sowas. Erstmal Donnerwelle, damit es hundertprozentig paralysiert ist. Yes, ich treffe. Das sieht ganz nice aus. Und jetzt Donnerschock! Das müsste normal effektiv sein. Oder sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie das mit Kampf ist. Ich dachte, Kampf und Paral und Elektro ist ein bisschen nicht so freundlich, aber doch, anscheinend ist es okay. Wir kriegen's hin! Oh, willst mich einschläfern, ne? Mit deiner Hypnose, aber kriegst mich nicht! Bam, wie Donnerschock rein und dann down! Yes, man! Das war easy! Let's go! Boy! That makes me so happy! Huch! Ich hab verloren? Wie wär's damit? Du bist es Faust uns würdig! Episch! Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70! Dies gilt auch für Getauschte! Aber als ob du Level 70 Pokémon jetzt hast, null! Außerdem können deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen! Hier, nimm auch dies! Vor allem, er sagt, außerhalb des Kampfes, man kriegt erst Fliegen, wenn man den Kampf geschafft hat, okay? Das ist Wuchtschlag! Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, dann ist cool. Oh yeah! Wir haben den Wuchtschlag bekommen. Kann ihn denn irgendeiner überhaupt erlernen? Wir werden es jetzt herausfinden. Wer wird es erlernen, den Wuchtschlag? Amphi. Okay. Aber was soll ich denn überhaupt wegtun? Will ich Wuchtschlag Amphi beibringen? Ich spare mir nochmal auf. Wir kriegen ja noch ein paar weitere Teammitglieder. Mal schauen. Bis zur nächsten harten Folge!